Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan, der Irish Terrier Training. Wir wollen heute mal mit etwas Neuem beginnen. Und zwar bin ich immer auf der Suche nach einem schönen Hobby für den Hund. Und ich wollte ja ursprünglich immer ganz gerne Dummy-Training machen, weil ich den Eindruck hatte, ja, dann lernt er viel Impulskontrolle, er muss halt sitzen bleiben, wenn ich den Dummy werfe und dann kann er losrennen und hat ein bisschen Bewegung, bringt den zurück, gibt den ordentlich ab und so weiter. Da haben wir ein bisschen was geübt. Wir haben schon relativ früh festgestellt, dass es ihm unglaublich schwer fällt, beziehungsweise eigentlich fast unmöglich. Wir haben es über einen Monat geübt, dass der einfach mal vor mir sitzt und diesen Dummy im Maul hält. Einfach nur festhalten. Kriegt er einfach nicht hin. Wir haben wirklich viele, viele Male am Tag geübt, aber irgendwie kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Er holt diesen Dummy wirklich sehr gerne, er bringt ihn aber nicht sauber zurück und er rennt auch schon los, sobald man wirft. Das kann man natürlich immer alles noch trainieren und verfeinern, aber es ist doch recht schwer für ihn und wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Es dauert halt nur noch eine Weile. Es ist teilweise auch ein bisschen schwierig, in ein Video zu verpacken, weil man halt doch ein bisschen mehr Platz braucht. Deswegen und vor allem, weil er auch extrem aufdreht, sobald er nur diesen Dummy sieht, ja, also seine Impulskontrolle ist da sofort dahin und teilweise wird er sogar etwas übergriffig, wenn er den Dummy nicht sofort haben kann, habe ich halt nach noch was anderem, ruhigerem gesucht. Bei Conan ist es so, der ist extrem viel und gerne mit der Nase unterwegs. Der hat fast die ganze Zeit, wenn wir Gassi gehen, die Nase am Boden. Der schnüffelt also extrem gerne. Und da habe ich mir überlegt, dass vielleicht eine weitere Art der Beschäftigung, die deutlich ruhiger ist, die Konzentration verlangt, aber auch Impulskontrolle, das ist die sogenannte Zielobjektsuche. Dafür habe ich mir mal ein Buch gekauft und habe jetzt schon einen Teil davon gelesen, also nicht ganz die Hälfte. Das ist aber alles sozusagen nur das Vorwort gewesen bis zur ersten Übung. Und ich möchte jetzt und in Zukunft in dieser Rubrik, in der Trainingssparte, vielleicht wöchentlich, vielleicht auch zweiwöchentlich eben den Fortschritt mit ihm zeigen. Also wir werden jedes Mal, wenn wir an ein neues Kapitel in dem Buch kommen, werde ich das halt mit ihm üben. Ich versuche das auch dann immer zum ersten Mal zu machen. Tatsächlich ist das jetzt schon das zweite Mal, weil die erste Aufnahme nichts geworden ist. Mein Kopf war nicht drauf. Ja, werden wir halt jedes Mal neu trainieren, damit ihr halt das auch mit einem Hund seht, der das eben noch gar nicht kann. Natürlich kann ich euch auch zeigen, wie ich Sitz und Platz mit ihm geübt habe, aber letzten Endes kann er das schon. Und ich finde, man lernt immer nicht so viel daraus oder es ist halt auch mal interessant zu sehen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie man dann damit umgeht oder wie man selber auch reagiert. Manchmal denkt man, man reagiert ganz anders, als man letzten Endes reagiert. Deswegen ist es immer ganz interessant. Man sieht das bei einem Hund, der bestimmte Sachen eben noch nicht kann. So, bei der Zielobjektsuche ist es so, das kann man halt auch im Wettbewerb machen, also im Wettkampf machen. Da müssen die Hunde drei im Material unterschiedliche Gegenstände, die sie gelernt haben, auf Befehl hin suchen. Also es werden alle drei versteckt, eins wird benannt und dieses eine muss er halt suchen und anzeigen, nicht zurückbringen. Sondern er schnüffelt, er findet das irgendwo oder er riecht es irgendwo sehr stark, er kommt vielleicht sogar gar nicht ran und dann soll er sich davor ablegen und das damit anzeigen. Erfordert also sehr viel Konzentration, auch das Schnüffeln selber ist sehr anstrengend fürs Gehirn sozusagen und aber auch körperlich anstrengend, weil sie sehr, sehr viel einatmen. Hunde sind in der Lage, Stereo zu riechen durch beide Nasenlöcher. Die merken halt, kommt der Geruch mehr von links oder mehr von rechts, je nachdem durch welches Nasenloch das mehr kommt. Und haben sowieso einen viel, viel besseren Geruchssinn als wir. Wobei die Hunde mit den großen Schnauzen, mit den langen Nasen auch natürlich noch mehr Geruchszellen haben, oder Sensoren, als die, wo die Schnauze weggezüchtet ist. Die riechen tatsächlich nicht mehr so gut. Immer noch besser als wir, aber nicht mehr so gut. Und man fängt das Ganze an, indem man sich halt einen Gegenstand sucht. Kann gerne was sehr Kleines sein. In diesem Fall haben wir jetzt hier eine Wäscheklammer, die ist aus Kunststoff mit so einer Metallklammer eben, mit dieser Feder da drin. Man kann natürlich auch Sachen aus Holz nehmen, man kann Sachen aus Kunststoff nehmen, man kann Sachen aus Metall nehmen, man kann Sachen aus Leder oder Stoff nehmen. Bei den Sachen Leder und Stoff, die relativ weich sind, die riechen zwar intensiver, die nehmen aber auch schneller fremde Gerüche an. Sachen, die aus harten Materialien, wie zum Beispiel Kunststoff oder auch Metall sind, die riechen nicht so stark, die nehmen aber auch nicht so schnell fremde Gerüche an. Also da wird der Geruch nicht so schnell verfälscht. Ich habe mir gedacht, dass wir drei verschiedene Sachen eintrainieren wollen. Wir fangen natürlich mit einer Sache an, diese Kunststoff-Wäscheklammer. Ich werde vielleicht noch was aus Holz und vielleicht was aus Metall nehmen, weiß ich noch nicht so genau.
Oder vielleicht auch was aus Stoff und aus Holz, dass man wirklich drei ganz, ganz unterschiedliche Sachen hat, also auch was Weiches dabei. Und man konditioniert erstmal diesen Geruch ein. Und zwar nimmt man dafür den sogenannten Zielobjektsuchgegenstand, also kurz ist es, wird es mit ZOS abgekürzt, den ZOS-Gegenstand nimmt man in die eine Hand und einen Klicker und Futter in die andere Hand. Ich werde allerdings das nicht mit dem Klicker, sondern mit Schnalzen machen, weil ja, das ist mir zu viel Zeug, was ich dann in der Hand habe. Und wir werden das jetzt mal üben. Ich nehme mir mal hier ein paar Leckerchen. Wir nehmen gleich mehrere in die Hand, damit wir dann die Übung gleich zwei, dreimal hintereinander machen kann. Es ist auch sinnvoll, die Hand dazu ab und zu mal zu wechseln. Also nicht immer in der rechten Hand das eine und in der linken das andere zu haben, sondern da auch mal hin und her zu wechseln. Also mal ist der Gegenstand in der rechten, mal ist der Gegenstand in der linken Hand. So, wir tun das erstmal weg. Der Hund ist uns gegenüber. Im Buch steht, man soll ihn anleinen, damit er nicht direkt auf das Futter losspringt. Ihr sollt beide Sachen in die Hand nehmen. Ihr habt den Gegenstand am besten zu zwei Dritteln frei und ein Drittel halt, um es festzuhalten. Ihr haltet es hoch und dann benennt ihr den Gegenstand. Also danach, wo er dann später suchen soll. Er soll ja das Wort dazu lernen. In dem Fall ist es eine Wäscheklammer, deswegen werde ich Klammer sagen. Und dann haltet ihr ihm beides hin, schulterbreit voneinander entfernt. Und sobald der Hund mit der Nase nicht an der Futterhand ist, sondern an der Gegenstandhand, gibt es den Klick oder in unserem Fall das Schnalzen und dann wird der Hund mit dem Futter aus der einen Hand am Gegenstand an der anderen Hand belohnt. Und das sieht dann entsprechend so aus. Wir haben es, wie gesagt, schon einmal gemacht. Die Aufnahme ist nichts geworden. Klammer. So, wir nehmen es wieder hoch. Wir warten, dass er uns wieder anguckt. Klammer. Und er wird am Gegenstand belohnt. Er soll lernen, er soll mit der Nase dort bleiben. Klammer. Ihr seht, er ist jetzt schon aufgeregt. Das Futter ist schon fast zu gut. Klammer. Da müsst ihr halt gucken, wenn ihr dann einen sehr impulsiven, sehr aufgeregten, hektischen Hund habt, dann solltet ihr nicht so geile Sachen nehmen, dass ihn schon der Gedanke an das Futter irgendwie verrückt werden lässt, sondern einfach ein Stück Trockenfutter oder so. Wir füttern ihn halt nicht mit Trockenfutter, deswegen habe ich keins. So, packen wir das wieder weg. Jetzt haben wir die Hände gewechselt. Ich habe jetzt wieder vier Bröckchen in der einen Hand und die Klammer in der anderen. Klammer. 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 Ah, jetzt habe ich vergessen, die andere Hand auch runterzunehmen. Ja, das Muskelgedächtnis muss ich halt auch beim Menschen erstmal ein bisschen programmieren. Jetzt machen wir noch zweimal die eine Hand, zweimal die andere Hand. Wir wechseln noch mal kurz. Klammer. Klammer. Er geht immer erstmal an die andere Hand. Deswegen sollte man wechseln, damit er nicht letzten Endes lernt, er soll zu der Hand gehen, sondern er soll halt zu dem Objekt gehen. Klammer. Klammer. So. Wunderbar, das hat ziemlich gut geklappt. Wie gesagt, wir haben es ja schon einmal vor 10 Minuten ausprobiert. Und ja, genau. Au, Conan. Ist gut. Scht. Ja, dann dreht er halt immer auf, ne? Das war jetzt einfach zu aufregend schon wieder für ihn. Zu interessant, da wird er dann immer gleich übergriffig. So machen wir das nicht. Ja, tut mir leid. Ja, das war also die erste Übung aus der Zielobjektsuche. Das könnt ihr dann mit mehreren Gegenständen eintrainieren. Am besten ja mit drei Stück, drei verschiedene. Also übt erst das mit der einen. Wenn er das verstanden hat, dann übt es mit dem nächsten Gegenstand. Boah, Conan. Er ist deswegen, ne? Und beim Dummy-Training ist er noch viel aufgeregter. Also den regt einfach alles, sogar so eine ruhige Sache. Das regt ihn so krass auf, dass er sich echt einfach nicht mehr konzentrieren kann. Deswegen müssen wir was Ruhiges für ihn suchen. Und ich dachte, das wäre jetzt ruhig, aber das Futter ist schon wieder zu gut gewesen. Regt er sich direkt gleich wieder auf. Haben wir es? Beruhigt. Ja, fein. Gut.
Ja, also ich werde jetzt vielleicht jede Woche, vielleicht auch alle 2 Wochen, müssen wir mal gucken, wie es eben vorangeht. Ich werde jetzt diesen Schritt mit ihm weiter trainieren. Und wenn ich den Eindruck habe, er hat das sehr gut verstanden, also er geht nicht jedes Mal, wenn ich gleich klicke oder schnalze, mit der Nase weg von dem Objekt, sondern bleibt da auch ein bisschen dran. Und vor allem, er geht zielsicher direkt zu dem Objekt und nicht erst die eine Hand, dann die andere, so nach dem Motto, ich probiere mal bei beiden, bei irgendeiner wird sie schon klicken, sondern er soll ja gleich an die richtige Hand gehen. Dann werden wir einen Schritt weitergehen. Der nächste Schritt wird sein, also die hatten in dem Buch am Anfang erstmal den ganzen Durchlauf besprochen und dann alles explizit Schritt für Schritt. Da habe ich aber noch nicht weitergelesen als zum ersten. Aber es wird dann so sein, dass man halt nicht, sobald er mit der Nase rangeht, klickt und ihm dann Futter gibt sofort, sondern der nächste Schritt wird dann halt sein, er geht mit der Nase ran, es gibt einen Klick, er kriegt aber nicht sofort das Futter. Sondern da wird sozusagen dieser Auflösungsklick, also im Sinne von, jo, richtig, jetzt kriegst du dein Futter, wird ein sogenannter Verzögerungsklick, hieß es, glaube ich, bei denen. Das heißt, so viel wie das, was du machst, ist richtig, mach weiter. Ja, also nicht hör auf damit, du kriegst jetzt Futter, sondern mach weiter. Das wäre das Nächste, was er lernt. Da gibt es halt den Klick, da wird er wahrscheinlich die Nase erstmal wegnehmen, weil er denkt, er kriegt jetzt Futter. Kriegt er aber nicht. Sondern wahrscheinlich würde er dann nochmal mit der Nase rangehen, weil er denkt, ich war doch dran. Seltsam. Und dann gibt es nochmal einen Klick. Also ich habe jetzt verschiedene Sachen gelesen, aber dann gibt es erstmal noch einen Klick und er kriegt dann Futter. Und irgendwann gibt es diesen zweiten Klick nicht mehr, sondern erst wenn er mit der Nase dran geblieben ist, kriegt er halt dann Futter, ohne dass es noch einen zweiten Klick gibt. Und ja, so sollen sie das irgendwie besser lernen, da länger mit der Nase dran zu bleiben, weil ihr ja letzten Endes, wenn er sucht, am Ende auch nicht mehr klicken werdet, sondern er soll halt so lange da bleiben, bis ihr hingegangen seid. Und gesagt hat, gut gemacht, und dann kriegt er sein Futter und dann nehmt ihr den Gegenstand und das soll die ganze Zeit ruhig sein und er soll die ganze Zeit mit der Nase da dran bleiben. Deswegen gibt es dann halt diesen sogenannten Verzögerungsklick, damit er halt dann nicht gleich sofort aufspringt, sondern weiß, okay, es hat geklickt, ich muss jetzt weiterhin dranbleiben, bevor ich mein Futter kriege. Das ist sozusagen der Sinn der Sache. Ja, wie gesagt, wir werden das eher Schritt für Schritt, Woche für Woche oder alle 2 Wochen, je nachdem, wie gut er sich halt macht. Fortführen diese Art Videotagebuch zu diesem Training. Zielobjektsuche heißt das Ganze. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier Training. Bis dann, ciao, ciao.